Richtig, der ist ein sehr ehrenvolles Digimon, der Kranjamon. Feiere ich auch extrem. Das ist eine coole Wahl. Das ist sehr, sehr schön. So, ja, dann wollen wir mal gucken. Den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit, dass er auf der Rückbank ein bisschen levelt. Der wird aber jetzt erstmal dedigitiert, der Gute. Und zwar muss der werden zu. Ich habe die Liste noch offen. Zu Erdramon. Genau, 60 Zuschauer am Start. Mega, mega nice. So, dann haben wir jetzt Erdramon am Start. Und Erdramon muss in der Theorie, ich glaube, zu Mega Seedramon werden auf dem Weg. Richtig, genau. Dann werden wir das erstmal so beibehalten, schauen, dass wir das hinkriegen. Nur gegen Masarus Faust ist der Schild wirkungslos. Das wissen wir ja aus Data Squad, richtig. Du musst erst die Story fürs Doro Greymon machen. Ich weiß gar nicht. Kann man das nicht so auch digitieren? Ich glaube, du kannst es auch so digitieren. Nur die letzte Stufe nicht. So, dann schauen wir mal. Also, wir haben die vier Digimon am Start. Ich muss jetzt aber gleich gegen Virus kämpfen. Ich mache mal ganz kurz alles andere raus. Digimon verschieben. Das heißt, Löwenherz bleibt auf jeden Fall jetzt an der Front. Da habe ich jetzt Bock drauf auch. Das dürfen wir nicht benutzen, weil es aktuell noch gesperrt ist. Es muss sich erst digitieren und ist dann ja auch ein ganz anderen Typing. Dann nehmen wir auf jeden Fall Zaido noch mit. Dann nehmen wir noch ihn hier mit. Und können wir eigentlich auch so machen. Wir können eigentlich diese Kombi machen. Es sind dann sehr viele Serum-Digimon, die am Start sind. Ich glaube, ich werde Shadow erstmal rausmachen. Die drei. Es reicht eigentlich, wenn wir drei Stück haben. Und wir schauen, dass wir noch irgendein anderes Typing nehmen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Serum. Serums Schwäche ist Datei. Wenn wir jetzt gegen Datei kämpfen müssen, also wenn wir jetzt gegen Serum kämpfen müssen, können wir notfalls immer noch Serum benutzen. Wenn wir jetzt gegen Datei kämpfen müssen, sollten wir ein Virus-Digimon dabei haben, zumindest. Weil wir sonst richtig am Arsch sind. Das heißt, dafür nehme ich Horstemon mit. So. Let's go. Von meinem Limit habe ich jetzt. Wie viel habe ich von meinem Limit? 54, das passt noch auf jeden Fall. Genau, richtig. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe jetzt hauptsächlich Serum dabei. Das heißt, ja, Virus ist gut, weil ich sollte was mitnehmen gegen Datei, oder nicht? Weil Datei ist ja meine Schwäche. Ich habe drei Serum dabei. Das ist das Schlauste, was ich machen kann. So, dann schauen wir mal. Also Leute, wir machen jetzt mit der Main Story weiter. Und ich muss im Hinterkopf behalten, dass wir immer mal wieder gucken, wann die nächste Memory-Upgrade-Geschichte kommt. Und zwar das nächste Memory-Upgrade müsste sein Kapitel 6. Das ha ich glaube, das haben wir gehabt. Das heißt, nächste erst wieder in Kapitel 7. Das ist soweit ready. Dann schauen wir mal, was Victor Uchida sagt. Der verlorene Bruder von Madara Uchida. Uchiha natürlich. So, genau. Wir haben den aus. Ja, den aus Kapitel 6 auch schon geholt. Das heißt, da auch erst wieder Kapitel 7. Let's go, Leute. Dann ziehen wir jetzt durch. Let's go! Genau, dann wollen wir mal schauen. Also, wir nehmen jetzt erstmal hier die Main Quest. Wir haben alles andere abgeschlossen. Da unten sind nur noch Eigentumsquests. Und dann machen wir mal weiter. Ist so, pass auf, dass er dich nicht in ein Genjutsu lockt und ich da nicht mehr rauskomme in so ein Eternal Mangekyo, in ein Eternal Tsukuyomi oder so, dann wäre ich richtig am Arsch. Naruto-Referenzen müssen überall sein. Das ist ähnlich wie mit Jojo, Kappa. So, sie erklärt mir, was überhaupt abgeht. Es gibt eine Main Story für uns. Und zwar. So, Nami darf gerne vorlesen. Der Klient ist dieses Mal die Kommunalverwaltung, zuständig für Versorgungsdienste in Nakano. Es ist eine Agentur für bürokratische Belange. Warum bist du so geschockt? Natürlich sind wir auf übernatürliche und komplexe Cyberkriminalität spezialisiert und haben meist Klienten aus einem besonderen Bereich. Aber wir haben gut mit der Abteilung von Kommissar Matayoshi zusammengearbeitet, also haben sie eine hohe Meinung von uns.
Deshalb haben wir einen Fall von einer öffentlichen Agentur erhalten. Das ist ziemlich selten. Und Gigaffe, ja, das habe ich auch mal gehört. Ursprünglich hat Kommissar Matayoshi mit der Verwaltungsagentur über diesen Fall gesprochen. Aber da er etwas ungewöhnlich ist, hat Kommissar Matayoshi uns an die Agentur empfohlen. Wir sind das Ass im Ärmel und jetzt ist es unser Fall. Verstanden? Gut. Der Fall besteht darin, ein Tor in der Nakano-Unterführung zu entsperren. Es ist wohl ein elektronischer Fehler aufgetreten. Was, du weißt nicht über die Nakano-Unterführung Bescheid? Dort verlaufen die Versorgungsleitungen von Nakano, Stromkabel, Wasserrohre und so. Geile Auflistung, was sie hier macht. Nakano, Stromkabel, fast dasselbe. So. So, weiter geht's. Es ist geplant, das Stadtzentrum... Es ist geplant, das Stadtzentrum über Tage zu verschönern. Das ist Dings. Schreibfehler. Über die Tage zu verschönern. Indem die öffentliche Versorgung unter der Erde stattfindet. In naher Zukunft sollen die sichtbaren Stromkabel und Telefonmasten wohl verschwinden. Unterhalb von Nakano befindet sich ein weitläufiges Tunnelsystem, zu dem natürlich viele Eingänge gehören. An einem dieser Eingänge müssen wir das Tor entsperren. Es ist ein elektronisches Schloss mit einem Passwort. Anscheinend ist es seit längerer Zeit ohne Grund gesperrt und niemand kann es öffnen. Der Hersteller wurde kontaktiert, konnte aber nicht helfen. Wenn nötig, wird das Tor zerstört, aber das wäre natürlich teuer. Während die Kosten besprochen wurden, war von der anderen Seite des Tors ein seltsames Stöhnen zu hören. Sehr bizarr das Ganze. Na klasse. Der Hersteller hatte ein ungutes Gefühl und wollte das Tor nicht öffnen. Ja, würde ich auch nicht öffnen. Ja, ist halt echt so, ne? Aber die Verwaltung vermutet kriminelle Aktivitäten und hat Matayoshi gerufen. Ich verstehe. Ich verstehe. Also hat er den schwarzen Peter an das Detektivbüro Kogremi weitergegeben. Hä, seit wann redet der Charakter tatsächlich? Ist so. Nun ja, schließlich haben wir die besten Leute für einen Job, bei dem man Zugang zu einem für die meisten unzugänglichen Ort beschaffen muss. Tatsächlich ist es eine gute Gelegenheit. Ich wollte schon länger wegen der Gerüchte über Nakanos unterirdisches System nachforschen. Genau, dann werden wir auf jeden Fall da mal hingehen. Wir müssen also unter Tage gehen. Wir müssen das Tunnelsystem unter Nakano erforschen. Und rausfinden, wo das Schön herkommt. Ja, da ist irgendwie ein seltsames Geräusch. Das ist bestimmt nur einer, der auf Lego getreten ist, glaube ich. Also, ja, bestimmt so. Ich wollte gerade sagen, also die Schmerzen, die derjenige erlitten hat, können... Also das Maximalste, was passiert sein kann, also das Schlimmste, was ihm passiert sein kann, ist, dass er im Dunkeln auf ein Lego getreten ist. Ich spreche aus Erfahrung, das ist das Schlimmste. Und das ist bestimmt passiert, glaube ich. Ja. Entweder haben Digimon eine schöne Zeit oder es ist Böses im Busch. Ist so grob, ist so. Sorry, ich habe mich ganz kurz gemutet, weil ich musste niesen. Wir legen jetzt weiter los. Das heißt, wir gehen jetzt in den Untergrund. Und schauen mal, was da abgeht. Ja, Lego ist echt schlimm, wenn man da drauf tritt. Das stimmt allerdings. So, Nakano-Unterführung. Überhaupt nicht gruselig. Dankeschön. Also. Das ist richtig. Genau, wir sind jetzt da angekommen, da scheint ein Tor zu sein, das müssen wir mal entsperren. Aha, hier ist eine digitale Verschiebung oder sowas, wo wir reinconnecten können. Aber der Verbindungssprung funktioniert nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. ...30 Minuten später, na toll, wir sind immer noch nicht connected. Das ist ja mal richtig cool. Eine Stunde später. Mehrere Stunden später. Hundert Jahre später, ja, als ob. Und jetzt connecten wir rein. Komisch. Jetzt können wir plötzlich reinconnecten. Und Benny, schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Oder kleine stachelige Dinos. Alter, ist so, ne? Ist einfach so.
So. Genau, du kannst wohl nur einen Verbindungssprung durchführen, wenn du enttäuscht bist. Lol, als ob. Wir haben keine Ahnung warum, aber wir sollen auf jeden Fall diesen Schalter umlegen. Wir müssen das Schloss changen. Ich guck mal ganz kurz. Es gibt hier jetzt gleich genau ein Terminal, wo wir theoretisch unser Digimon austauschen können, aber wir bleiben jetzt erstmal dabei. Ein paar Zufallskämpfe kann man schon mitnehmen. Und Geflashen, schönes zu einschalten, herzlich willkommen. Das ist richtig, man muss auch immer schön bereit sein, hier einen Lurk zu gönnen. Genau so rum. Oh shit, Benny, stimmt ja eigentlich, daran habe ich gar nicht gedacht. Uns geht's soweit super und daran habe ich echt nicht gedacht, ne? Stimmt, ey, ist bestimmt voll ätzend im LKW dann. Mit den ganzen Sturmwarnungen im Moment. Der Sturm ist ja auch schon anders brutal im Moment. Hm. Bei uns gar nicht mal so schlimm, aber ja. Läuft bei dir, Toni. Und Geflashen, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für den verschenkten Sub an Duncan. Boah, die Animation von Aero Vedramon ist so geil, aber die zieht halt einfach so mies viel ab. Das ist so sad. Die zieht einfach viel zu viel mies viel ab. So, schauen wir mal. Doppelt gemobbelt, man kennt's. Viel zu viel mies viel. Miese Brise, sagte der Riese. So, kopieren. Wir müssen Copy-Pasta machen. Kopieren und einfügen. Was? Kopieren und einfügen? Let's go. Gib mir die Yellow Power und wir müssen sie auf die andere Seite bringen. Kopieren und einfügen. Sehr schön. Und ich finde irgendwie Grab Leomon relativ cool. Ich finde es auch cool, wie der mir eigentlich folgt, so, ne? Das hat irgendwie eine coole Animation, wie der einfach so rennt. Der sich anstrengen muss im Vergleich zu den anderen, damit er mithalten kann. So, dann schauen wir mal. Das heißt, wir können jetzt zurück. Wir haben den Schalter umgelegt. Jetzt müsste eigentlich das Tor geöffnet sein. Aufpassen, es ist ein Leomon, also wird es sterben. Aber man weiß ja nie, Kappa. Ja, ist natürlich klar. Es gibt aber auch ein, zwei Leomons, die überlebt haben im Anime. Eins zumindest, zu 100%. Ist so. Der fährt erstmal direkt auf sein Motorrad. Der sagt sich, nö, laufen gibt nicht. Das machen wir heute hier nicht. So, jetzt können wir da die Tür öffnen und finden dahinter eine digitale Verschiebung in einem Tunnelsystem. Holy moly Caproli. Es gab ein Leomon, was überlebt hat. Das ist richtig. In Digimon Adventure Reboot. Im Digimon Adventure Reboot hat Leomon überlebt. GZ, du bist bis zum Tor gekommen. Richtig, wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir hier in der digitalen Verschiebung. Und ja, wir sollen das auf jeden Fall erkunden, was hier abgeht. So. Banjo Leomon in Data Squad ist gestorben, meine ich. Alles klar, Benny. Ich wünsche dir auch dann gleich einen guten Appetit dabei. Klingt ja sehr lecker. Eine Leylinie. Drachenketten. Aha. Sie erzählt jetzt wieder was mit Legenden, was uns jetzt gerade nicht interessiert. Nicht an der Stelle in der Story. Das macht sie ja immer sehr, sehr gerne. Genau, da wo wir jetzt gerade stehen, befindet sich so eine Leylinie. Ein künstlich geschaffener Tunnel, der genau da entlang führt. Genau. Es hat überlebt, das ist richtig.
Und Jojo, Bruder, schön, dass du einschaltest. Ich freue mich, dass du da am Start bist. Und, ja, also, Gro, ich muss auch sagen, Digimon Adventure Reboot, Digimon Adventure 2020, muss ich zu sagen, ich fand's in Ordnung, aber storytechnisch hat's mir nicht so gefallen. Die Animationen und Kämpfe sind super, die Lieder sind super, also wirklich alles ist ganz gut designt, aber die Story ist meiner Meinung nach sehr schwach. Das Leomon aus V-Tamer war bei dir gemeint, richtig. Und das hat ja auch ein spezielles Mega-Level, was wir jetzt absichtlich hier im Stream nicht sagen werden. Wer es wissen will, für einen Manga V-Tamer wurde ein spezielles Mega-Level Leomon erschaffen. Und wenn ihr wissen wollt, welches und wie das aussieht und was mit dem abgeht, schaut einfach in mein Leomon-Video rein. Ich habe ein Leomon-Video gemacht, wo ich alle Formen gezeigt habe und da ist das mit dabei. Slash YouTube, oder? Einfach Ausrufezeichen YouTube. So. Ach, muss da echt YouTube. Wunderbar, Coring. Du bist absoluter Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. Muss man schon mal sagen. So, dann schauen wir mal. Wir wollen jetzt erstmal hier entlang laufen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Das heißt, wir müssen das jetzt einfach mal... Ja, so wingen. Wir müssen mal gucken. Das war schon mal die eine Sackgasse. Wenn wir auf einer Seite weiter können, müssen wir immer erst auf die andere Seite nochmal, damit wir checken können, ob dort ein Item ist. Better be safe than sorry. Das stimmt, Gro. Also das ist eine der sehr, sehr vielen Aspekte, die mir an dem Reboot nicht gefallen haben. Und natürlich auch, dass einfach nicht mehr wirklich Zeit war, dass die Charaktere sich mal irgendwie ans Lagerfeuer gesetzt haben, drüber philosophiert haben, warum sind sie in der Digi-Welt und einfach mal angefangen haben, untereinander Charakterbindungen aufzubauen, zu ihren Partnern Charakterbindungen aufzubauen, dass ein bisschen Story und Geschichte passieren konnte. Es war wirklich ein Kampf fertig, direkt let's go in den nächsten Kampf. Und in Digimon Adventure, dem Original, hatten die noch ein bisschen Ehrfurcht davor, auch zu sterben. Es gab zwei ganze Folgen, die darum gingen, dass Tai einfach meinte, wir sind doch eh nur in einem Videospiel. Wir können doch, wenn wir sterben, spawnen wir doch einfach sowieso neu. Und er dann erst realisiert hat, dass wenn die dort sterben, dass sie halt auch wirklich tot sind. Und er dann Ehrfurcht bekommen hat vor dem Prinzip, dass das hier um eine, ja, lebensbedrohliche Angelegenheit geht. Und das ist zum Beispiel beim Reboot gar nicht so gewesen. Die sind einfach gefühlt aus dem Hochhaus gesprungen, also jetzt nicht wirklich, aber halt von einer fliegenden Insel runtergesprungen. Einfach, ja, kein Problem, ich bin hier Superhero-mäßig. Und ja, ein Kampf nach dem anderen. Das war einfach komisch. Den kenne ich nicht. Der klingt auf jeden Fall wie ein Weirdo. Nein, also den habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wen du meinst, Duncan. So, aus Data Squad, welchen der Protagonisten magst du am meisten? Ich würde tatsächlich sagen Masaru. Ja, ich weiß nicht, wie er auf Japanisch heißt, aber Kenan? Vielleicht, aber ich glaube Masaru. Und Shambo TV, dankeschön für dein Follow. Richtig, Ragnar, genau das haben Nami und ich auch im Thema gehabt. Dass wir im Prinzip einfach der Meinung sind, dass diese Momente gefehlt haben, wo die sich einfach unterhalten haben. Das sind ja diese Charakterentwicklungsmomente. Gerade mit Matt auch, mit seiner Mundharmonika und so. Und das ist gar nicht so richtig ausgeführt worden im Reboot. Man hat gar nicht so diese Gespräche gehört, welche Digimon welches Food mögen und dieses ganze Feeling einfach so, dass sie da am Lagerfeuer sitzen, dass sie da wirklich wie auf einem Abenteuer sind. Ikto. Aha, Ikto wahrscheinlich. Ja, richtig. Und das hat irgendwie einfach gefehlt im Reboot. Ja, also ich muss sagen, bei Try war es genau das absolute Gegenteil. Ich habe es nicht komplett geschaut. Das muss ich auf jeden Fall noch rewatchen und komplett zu Ende schauen. In Try habe ich das komplette Gegenteil des Gefühls gehabt. Es war nur Smalltalk, ganze Zeit Smalltalk, zumindest die ersten zwei Filme. So viel Smalltalk und Slice of Life und oh, schau mal hier, Schulfest und bla. Und mir hat einfach so dieses Digimon-Feeling gefehlt. Es hat sich nicht wie ein Abenteuer angefühlt. Und es heißt halt nun mal Digimon Adventure. Ich hätte schon gerne ein Abenteuer, wenn die Serie bezogen auf Abenteuer ist. Das ist halt einfach nur meine Meinung. Richtig, Ragnar, solche Szenen meine ich.
Also genau, und was Nami halt gerade sagt, das ist halt einfach das Interessante so. Das ist halt das, was die Charaktere zu realistischeren Figuren macht. So, dasselbe habe ich ja zum Beispiel auch, warum ich Final Fantasy 15 feiere und so viele Leute das Spiel verteufeln. Ich feiere einfach diese Momente, wo die zusammen im Auto sitzen, in Final Fantasy 15 und einfach über Smalltalk, über Standardsachen reden, weil es einfach die Charaktere realistischer wirken lässt. Auch wenn natürlich, obviously, die Sätze ständig wiederholt werden und alles und natürlich das mega überzogen ist in 15. Aber im Endeffekt mag ich diese Momente einfach. Dass du erfährst diese Standard- chilligen Themen über die Charaktere, du erfährst was über ihre Ängste, du erfährst was über ihre Vorlieben, was für Sachen sie mögen, was sie gerne essen oder irgendwelche Sachen, die sie einfach stressig finden. Du erfährst diese Kleinigkeiten. Du erfährst diese Kleinigkeiten, die einfach diese Charaktere besonders machen. Genau richtig, was Ragnar halt sagt. Richtig, Jukmon, und da stimme ich dir auch zu. Also Try fand ich auch nicht so dufte. Anscheinend bist du ausgerechnet über ein Forschungslabor von Kamishiro gestolpert. Genau, in diesen Tunneln scheint ein Forschungslabor zu sein. Lass mich doch die ganzen Items einsammeln. Ragnar, ja, vom Charakter her nicht. So. Ja, das ist auch immer sehr schwierig, das stimmt allerdings. Diese Anime-Klischees, die dann so ein bisschen, also diese Cringe-Anime-Klischees, die dann so überschwappen in Digimon, wo sie einfach nichts verloren haben. Genau. Richtig. Am wenigsten magst du Tamers, genau. Und da unterscheiden sich so die verschiedenen Interessen. Ich habe ja auch sehr viele Zuschauer, die Frontier nicht so feiern und Tamers richtig feiern. Für mich persönlich ist es auch so, dass Tamers zählt zu meiner ist meine Zweitlieblingsstaffel und Frontier ist meine Staffel, die ich am wenigsten mag. Aber ich mag alle Staffeln. Also 1 bis, je nachdem wie man es nehmen will, 7, 8, 9. Eigentlich 9 jetzt mit Ghost Game. Ich feiere alle Staffeln. Ich fand die alle sehr, sehr stabil. Genau. Man möchte sich mit der Regierung nicht anlegen, sagt sie. Wenn wir uns Kamishiro vorknüpfen, könnte das auch Ärger mit der Regierung bedeuten. Deshalb dürfen wir jetzt nicht voreilig sein. Wir müssen uns gut vorbereiten und wenn es dann soweit ist, sehen wir weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass Kamishiro das Passwort für das Tor geändert hat. Genau, Kamishiro scheint da unten eine geheime Anlage zu haben und sie wollen halt nicht, dass da rumgeschnüffelt wird. Wir haben ein Ass im Ärmel und das sind wir, die da einfach rein sich warpen kann. Ein letztes Mal für sie nach Roppongi zu gehen. Für interne Zwecke zum Metropolitan-Gebäude. Das spielt ja auch in der Story nochmal eine große Rolle. Das heißt, da machen wir gerade einfach mal weiter. Aplimon habe ich angefangen zu gucken, hat mir nicht so gefallen, aber ich möchte es auch eines Tages komplett gesehen haben, damit ich halt einfach weiß, was abgeht, wenn es schon mein Fachgebiet ist, ne? Solange wir sagen, dass es keine Legende von Aang-Film gab. Ey, geflaschen. Hör bloß auf mit diesem Film, ey. Ohne Witz ist größte Beleidigung für diese phänomenale Franchise. Ohne Witz, also Avatar, mega geile Franchise so, aber dieser Film, Alter. Bruder, dieser Film. Und Plomper, siehst du, das ist zum Beispiel auch Geschmackssache. Ich feiere auch Black Wargreymon und seine Story in Zero Two. Ich mag auch den Digimon-Kaiser und die Redemption-Arc von Kent. Das feiere ich extrem. Aber ich finde Zero Two auch nicht so gut wie andere Staffeln, muss ich sagen. Es hat halt nichts mit Digimon zu tun, richtig, was Coring sagt. Es kommen keine alten klassischen Digimon vor. Und ja. Wir haben Adventure Zero Two, wir haben Tamers, Frontier, Data Squad, dann haben wir Cross Wars, Cross Wars 2, dann haben wir, ich überlege gerade, dann haben wir auf jeden Fall Ghost Game noch und Digimon Adventure Reboot, also 9. So, Metropolitan Gebäude, da gehen wir jetzt einmal ganz kurz hin, da müssen wir ja auch hin. Genau, und Aplimon ist auch offiziell kein Digimon. Das ist ein Ableger, der mit Digimon nichts mehr zu tun hat.
Legende von Aang-Film oder Dragon Ball Evolution? Legende von Aang auf jeden Fall. Aber mach ruhig die Umfrage, Ragnar. Ich habe keinen Plan. Ich habe Dragon Ball Evolution noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, haben wir nicht zusammen geguckt. So, ach, bist du hier, um dir die Lobby anzusehen? Komm bitte rein. Du bist verwirrt, ich erkläre es dir. Der Bau der neuen Tokyo Metropolitan Gebäudes ist noch nicht ganz abgeschlossen, alles klar. Eigentlich war er das, aber dann hat sich eine große Firma eingemischt und beschlossen, die oberen Etagen weiter auszubauen. Solange das der Fall ist, ist die Lobby hier für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Interesting. Nee, die Umfrage ist noch nicht da. Ich weiß gar nicht, ob Ragnar gerade da ist oder ob der gerade noch AFK ist. Wenn ja, müssen wir uns das merken und Ragnar gleich sagen. Ja, ist ja nicht schwer zu merken. Ist ja kein Problem. So, hast du es geschafft, ins Gebäude zu kommen? Aha, verstanden. Genau, wir dürfen da kostenlos rein, deswegen machen wir das auch jetzt einmal ganz kurz. Hat der eine andere Story als der Anime? Ich guck mal ganz kurz. Der Cross-Wars-Manga? Ja. Minimal abgeändert. Also schon, das heißt minimal, schon stark abgeändert auch. Also weitaus mehr Content auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal gucken. Genau, richtig. Also die ist halt umfangreicher, die Story. Aber kürzer, es kommt halt drauf an. In Manga-Form ist sie obviously kürzer, aber die Momente sind halt einfach besser, ausführlicher beschrieben, die passieren. Das würde ich sagen, im Manga. Aber ich habe den Manga auch nicht vollständig gelesen, also nur ein Teil davon. So, hier ist eine kleine digitale Verschiebung, dann schauen wir doch mal gleich, was abgeht. Können wir sofort reinjumpen? Yes, können wir, sehr gut. Dann schauen wir mal, was da abgeht. Wir sind wieder in einer digitalen Verschiebung. Wir schauen uns erstmal ausgiebig um, was hier abgeht. Wir wollen natürlich alles mitnehmen, was es hier gibt. Ein paar Zufallskämpfe, ein paar Items, dies, das, Ananas, ihr kennt's. Und schäm dich, Seromaru und Hikaris Tailmon und Wizardmon aus Adventure sind da doch dabei. Ja gut, das Ding ist halt einfach, ich habe als einzigen Manga, den ich von Digimon gelesen habe, eigentlich nur V-Tamer gelesen. Und ich kam zeitlich halt nicht dazu, die anderen anzuschauen oder zu lesen komplett. Und ja, wie gesagt, ich will noch einiges nachholen. Ja, die Umfrage ist nicht ab. Geflashen hat gerade eine Umfrage gemacht, aber ich glaube, Ragnar ist AFK. Deswegen warten wir kurz, bis Ragnar wieder da ist. So, das Item haben wir eingesammelt. Das heißt, wir müssen jetzt eine kleine Kurve hier machen. Und Groß schreibt, meine Lieblingsstaffeln sind Staffel 1, Tamers, Frontier, Zero Two, Data Squad und dann Cross Wars. Der nächste Teil, also der zweite Teil dazu und zuletzt 2020, da Ghost Game noch nicht fertig ist. Richtig, genau, so geht's mir eigentlich. Also, meine Reihenfolge ist anders, aber mit Ghost Game geht's mir auf jeden Fall genauso. Wir wissen ja noch nicht, was abgeht. Und ich habe meinen Digimon gerade gekillt, merke ich. Wir wissen ja noch nicht, wie es zu Ende geht, sagen wir es mal so. Okidoki. Nami, merkt dir am besten mal die Umfrage, dass du gleich das Ragnar Bescheid sagen kannst, wenn er wieder da ist. Weil Nami weiß noch nicht, wie das geht. So. Willkommen zurück, Ragnar. Ja, kein Stress, alles gut. Alles gut, Ragnar. Kein Stress. Ja, es ist auch eigentlich ganz easy, aber ich habe mich halt damit noch nicht auseinandergesetzt, großartig. So, hier können wir theoretisch ins Digilab gehen. Da ist aber auch tatsächlich ein Verschlinger. Ich glaube, wir werden straight up einfach gegen den Verschlinger kämpfen und schauen, was passiert. Das Opening der ersten Staffel, ja, stimmt schon, ne? Frontier ist schon sehr stabil, was die Musik betrifft, würde ich sagen. Hä, ist das ein normaler Zufallskampf? Lol, ich war doch beim... Ach, dann bin ich beim Eater noch nicht angekommen, wa? Dann bin ich beim Eater noch gar nicht angekommen.
So, ich stimme ab. Gar kein Problem, Coring. Wie gesagt, wenn man sich mit der Materie auskennt und dann berichtigt, ist ja nichts Schlimmes dran, finde ich. Finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Und willkommen zurück, Benny. Ich hoffe, es mundet gut. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Bitte kein Zufallskampf. Ja, es ist jetzt der Eater-Kampf. Wir müssen einen Eater auseinandernehmen. Und diese geile Animation von Drachenstoß. Das ist so eine geile... Oh, zieht das übel viel ab. Brutal. Brandschallatem. Zieht einfach gar nichts ab. Königsfaust. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wir werden unsere TP wieder heilen. Ist ja Wahnsinn, wie viel das abzieht. Und dann werden wir erstmal direkt nochmal Drachenstoß machen. Alter, Drachenstoß. Einfach ein Wahnsinn. Ah, hat gar nicht so viel abgezogen, aber von den HP insgesamt zumindest. Wraithmon oder Wraithmon Burst Mode? Ich glaube, Burst Mode finde ich cooler. Aber ich mag Wraithmon allgemein nicht so. Und The Daiku, schön, dass du einschaltest. Guten Abend. So, wir haben da drinnen also doch einen Verschlinger gefunden. Und da gab es sonst keine wichtigen Beweise. Aber lassen wir es für heute gut sein, genau. Also ein Verschlinger ist auf jeden Fall in diesem Metropolitan-Gebäude. Es gibt eine Firma, die sich ganz oben eingenistet hat. Seitdem wird der Bau nicht fertiggestellt. Oder der Bau war fertig, aber jetzt ist es wieder under construction. Genau. Sie hat währenddessen die digitalen Wellen gemessen, als wir weg waren, die aus dem Gebäude kamen. Und sie hat herausgefunden, dass das Tokyo Metropolitan-Gebäude selbst ein großes Kraftfeld mit digitalen Wellen darstellt. Richtig crazy. Mein Lieblings-Banjo-Digimon, schwierig. Ich glaube aber einfach wirklich Banjo-Leomon. Also ich glaube, wobei Banjo-Lilimon ist auch relativ cool. So, dann schauen wir mal. Genau. Das Kamishiro-Labor unter dem Gebäude steuert also wahrscheinlich den Energiefluss. Also dieser Tunnel führt quasi unter das Metropolitan-Gebäude anscheinend. Zwei Dinge spielen eine Rolle. Der natürliche Energiefluss über die Leylinien und die digitalen Wellen, die von einem Haufen Elektronen ausgehen. Wenn man einen riesigen Bau wie das Tokyo Metropolitan-Gebäude zu ihrem Zentrum macht, kann man ihren Fluss manipulieren. Warum machen die das? Keine Ahnung. Gute Frage, ne? Aber die scheinen das offensichtlich absichtlich zu machen. Diese digitalen Wellen auszusenden. Die erforschen die nicht nur, die erzeugen die ja sogar. Also, Kamishiro. Ja, Banjo-Lilimon ist cool. Ah, stimmt, Banjo-Stingmon. Ich hatte gerade Banjo-Stingmon vergessen. Also mit großem Abstand. Ich hatte den gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich musste im Kopf durchgehen. Es gibt 5 Banjos. Banjo-Stingmon, richtig. So. Und zu jeder guten digitalen Verschiebung gehört natürlich ein Verschlinger. Es würde mich nicht überraschen, wenn dort mal ein Labyrinth entsteht. Hast du ein Video zu Banjos? Noch nicht, Nami. Wird auf jeden Fall mal Zeit. Deswegen will ich auch eigentlich gar nicht so viel über die Banjos schon mal reden. Wir müssen uns darüber allerdings keine Sorgen mehr machen, da du ordentlich aufgeräumt hast. Allerdings ist es etwas besorgniserregend, dass sich das Ganze dieses Mal so einfach beheben ließ. Genau, also irgendwie, wir haben einfach den Verschlinger gekillt und dann war das Problem auch schon geregelt. Ist Sonntag Stream? Nee, der nächste Stream ist erst wieder am Montag. So, am Montag und am Dienstag ist ein Stream. Der nächste Digimon-Stream ist aber erst am Dienstag um 19 Uhr, da wir am Montag um 19 Uhr nochmal in Dragon Quest Builders 2 reinschauen. Das heißt, für dich wahrscheinlich erst am Dienstag. Weiß ja nicht, Geflashen, ob du dir Dragon Quest Builders anschaust. Wahrscheinlich nicht. Genau, also die nächsten 2 Streams nach heute sind Montag und Dienstag. Montag um 19 Uhr, da werden wir uns Dragon Quest Builders 2 im Postgame nochmal anschauen. Da möchte ich ein paar Sachen vorbereiten vor dem Multiplayer. Und ja, dann auf jeden Fall hier auch am Dienstag um 19 Uhr geht's weiter mit Cyber Sleuth.
Die Banjo gehören zu Jojo's Bizarre Adventure. Ist so. Die würden da mega reinpassen. Das wäre dort mega funny. So, dann schauen wir mal. Die Quest ist abgeschlossen. Kurzerhand, wir reden nochmal mit ihr. Was erzählt sie? Genau. Im K-Café sollen wir uns einmal melden. Ja, wir werden da einfach labern, ein bisschen Postgame. Da wird ja keine Story großartig kommen. Das heißt, wir werden vielleicht das mit dem Angeln anfangen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir das mit dem Angeln. Aber das am Stück abzuschließen ist eher nicht so einfach. Das kann man schon machen, aber da muss ich mir ein Angelguide auf jeden Fall für nebenbei raussuchen. Schauen wir dann einfach mal. Ja, vielleicht machen wir da den Angelquest, aber vielleicht machen wir auch eher, ja, mal so die Vorbereitung darauf, die letzten Inseln freizuschalten und ordentlich Herzen zu farmen und dass dann Ragnar und ich gemeinsam spielen können. Vielleicht noch Imperial Sky, noch der ein oder andere mitspielen. Das wird doch ganz funny. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen ins K-Café. Ja, richtig, genau. Also Stream, in erster Linie, Leute, die Streams, der Sinn dahinter ist natürlich, live im Stream dabei zu sein, denn da könnt ihr mit mir interagieren, da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr Themen ansprechen, ihr könnt selber über irgendwelche Sachen reden, die euch begeistern, die euch interessieren, Ideen, die ihr habt, und ich kann meine Meinung dazu sagen oder auch umgekehrt natürlich, und also ich finde es auch, also das soll auf jeden Fall auch der Sinn hinter den Streams sein. Digimon ist nice, aber wenn man nur das Gameplay sehen will, wäre natürlich ein Stream schlecht, denn ja, man möchte natürlich das Spiel dann am Stück sehen. Hier mache ich ja auch öfters mal Pausen. Ja, aber ich finde das mit allen zu interagieren auch natürlich besser bei Livestreams. Das ist ja auch der Sinn, warum ich mit Let's Play auf YouTube aufgehört habe und das Ganze nach Twitch verfrachtet habe in die Livestreams, weil einfach diese Interagierung zwischeneinander einfach, ja, ist da einfacher, weil es live ist und man nicht nur die Kommentare zur Verfügung hat. So, dann schauen wir mal. So, dann schaue ich mal. Seinen Senf dazugeben. Ist so. Ah, ein alter Schulfreund von uns. Ryota. Oh, was hat er denn auf dem Herzen? Schauen wir mal. Kannst mir fast schon denken. Belias, was machst du denn hier? Genau, also wenn einmal Streams entgangen sind und man wirklich die Story sehen möchte, die da gefehlt hat, dann kann man natürlich einfach auf mein Stream-Archiv gehen. Da sind alle Parts von allen Story-Spielen immer hochgeladen. Also seit einer längeren Zeit lade ich da alle Streams von allen Story-Spielen, die ich habe, immer hoch. Immer so ein bisschen zeitverzögert, dass man natürlich, wenn man im Stream live dabei war, nur ein bisschen was exklusiv hatte. Aber genau, also die ganzen Sachen, wo ich einfach nur laber und einfach nur wild durch die Gegend arbeite, in Dragon Quest Builders bauen irgendwas oder irgendwas farmen in Final Fantasy 14. Diese Streams kommen nicht aufs Stream-Archiv, aber alles, was mit einer Story ist und wo wir natürlich, wo man wissen muss, was davor passiert ist, das kommt alles auf mein Stream-Archiv. Alles klar, Geflashen, dann wünsche ich dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin ein Cyberdetektiv mittlerweile und mein Büro ist hier in der Nähe, richtig. Wir übernehmen Fälle. Da kann er auch gerne sich an uns wenden. Genau, dann gehen wir mal jetzt ins Büro. Da gibt es einen Fall. Ryota hat einen Fall für uns. Es geht bestimmt um die gute Freundin da, die er hatte, oder auf die er steht, ich bin mir nicht sicher, die jetzt plötzlich so Jimmykin-Fanatikerin ist. Die wirkte ja auch immer so wie weggetreten. Und damit versucht das jetzt gerade zu connecten. Genau. So, als ob sie einer ins Eck getreten hat. Richtig. Es kann aber auch sein, dass jetzt erstmal was mit einem Job kommt. Ich habe gerade gesehen, Ryotas Jugend. Er möchte einen Job. Ach, du hast meinen Fall übernommen, danke. Aber diese Frau, mit der du zusammenarbeitest, Kyoko, heißt sie nicht so? Ja, sie ist irgendwie komisch. Als ich mit meinem Auftrag ins Büro kam, sagte sie etwas Komisches. Von dir geht ein schlechter Vibe aus. Ganz wie die widerwärtige Aura eines Mannes, der hinter einer Frau her ist, genau. Genau, als ich im Büro war, hat sie gefragt, ob ich frischen Kaffee möchte.
Aber ich meinte, ich hätte keine Zeit. Mann, er ist so knapp dran vorbeigegangen, für immer einen scheußlichen Geschmack im Mund zu haben von Kyokos Kaffee. Genau, der Fall, den habe ich ganz vergessen. Er hat etwas Geldnot, er möchte gerne einen Teilzeitjob annehmen, um sein Taschengeld aufzubessern. Darum kümmern wir uns jetzt mal eben. Knapp dem Tod entgangen, richtig. Genau. Er hätte gern einen Teilzeitjob in Eden. Die sind meist am einfachsten. Bitte finde 3 Teilzeitjobs in Eden für mich, damit ich mir einen aussuchen kann. Genau, das machen wir jetzt für ihn. Denn er braucht dringend Geld. Treffen wir uns, genau, wir treffen uns nochmal mit ihm im Büro. Genau. Ein guter Fall für einen Detektiv. Er braucht etwas Geld. Er ist knapp bei Kasse. Wir sollen uns umhören. Ich glaube, in Nakano, hat sie gesagt. War es in Nakano? Ich gehe nochmal ganz kurz auf Nummer sicher. Genau. Schauen wir mal. 3 Broadway-Jobs. Genau, dann machen wir das jetzt mal. Er wollte, glaube ich, eigentlich welche in Eden, oder nicht? Schauen wir mal, ob hier jetzt schon einer steht. Nein. Wollen natürlich sicher gehen. Da ist der Laden. Ich schau mal ganz kurz, was der Laden verkauft. Nur weil ich gerade nicht weiß, was es da so gibt. Oh, sehr schön, sehr schön. Sofort zum Unterschlupf zurückkehren. Davon holen wir uns mal direkt einen Batzen. Das werden wir bestimmt öfters mal brauchen. Und wir haben auch hier zurück zum Anfang des Dungeons. Davon holen wir uns auch einen Haufen. Ein Häufchen. Die können wir immer gebrauchen, damit kann man ultra viel Zeit sparen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall einmal eine Runde. Hier ist zum Beispiel ein Job. Ist so, das ist das beste Zitat aus Our Wargame, der erste Digimon-Film. Zu spät, Boss Langs dead. Jetzt muss er Alimente zahlen, der arme Boss. So, du arbeitest in Eden und es ist ein einfacher Teilzeitjob. Wenn du willst, kann ich dich persönlich vorstellen. Unter Eingeweihten nennt man das Zimmerwäsche, genau. Wenn jemand gestorben ist, dann muss das einer, cleanen. Das scheint ein Job zu sein. Das ist, nicht so geil, würde ich sagen. Ich glaube, ist nichts für den guten Mann. Für unseren Kollegen. Gehen wir mal ins zweite Stockwerk und schauen mal, was es da für Jobs für ihn geben könnte. Gehen wir mal eine Etage höher. Kann der nicht hier arbeiten, da im Card Shop? Meine Güse. Die suchen niemanden. Wie das denn? Hier vielleicht? Komm schon. Haben wir nur shitty Jobs für ihn. Gucken wir mal in der dritten Etage, ob es da vielleicht was gibt. Stimmt, da ist auch die lange Straße, die nach draußen geht. So, schauen wir mal. Hier hinten ist zum Beispiel einer. Was? Du suchst einen Teilzeitjob in Eden und nicht nur das, auch noch einen schönen, einfachen und gut bezahlten? Genau, den perfekten Job. Für diesen Job musst du nur etwas waschen, was eingelegt war in, ja, richtig, in Formaldehyd. Stell ich solche Fragen. Wenn du gern Ekel und Angst erleben, nachts in Krankenhauskellern arbeiten und dich gruseln willst, dann nur zu. Ja, es scheint ja voll der sympathische Job zu sein. Super der sympathischste Job, den es gibt. Und Ginger denkt sich so, ja, das klingt eigentlich nach meinem Job, ne? Ja gut, aber wolltest du nicht eine Umfrage machen? Ginger? Hat sich jetzt auch so verstanden, deshalb dachte ich. So, willst du in Eden schnell Kohle machen, Wett? Na gut, ich empfehle dich für den Job. Er ist einfach, es kann jeder. Dass du, ich will, dass du in Eden Fotos von Geistern machst. Ja, super, super easy, wa? Wir gehen jetzt erstmal zu Ryota und sagen ihm Bescheid. Und Alexis, schön, dass du einschaltest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken. Na, hört sich auf jeden Fall geil an, der Job. Du hast was gefunden, Zimmerwäsche, bla bla bla, Fotos von Geistern. Das sind alles nur Ammenmärchen, das hat nichts mit Eden zu tun. Das mit den Geisterfotos klingt gut, da könnte man schnell Geld mitmachen, sagt er. Warum er überhaupt Geld verdienen möchte, es spielt keine Rolle. Das möchte ich dir nicht sagen. Da ist sie ja. Sakura, die Kindheitsfreundin von den beiden.
hörst du etwas Seltsames im Schilde, fragt sie ihn. Das einzig Seltsame in letzter Zeit warst du. Du redest einfach immer drauf los. Mit dir zu reden ist sinnlos. Komm schon, Belias, gehen wir. Bring mich zum Klienten. Sie hat auch schon so einen leeren Blick. Irgendwas stimmt mit Sakura nicht. Alles klar, Taichi. Ich wünsche dir noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Genau, ich wusste, dass du kommen würdest. Er hat seine spirituellen Kräfte genutzt, als ob. Ich möchte, dass du zu einem Geist ermittelst. Der weiße Junge, er ist in letzter Zeit in Kowloon hin und wieder erschienen. Ist diese Sakura nutzvoller als die aus Naruto? Leider nicht. So, dieses Mal möchte ich, dass ihr ein Foto von diesem weißen Jungen macht. Genau, das werden wir natürlich für ihn erledigen. Genau, die meisten glauben nicht daran und er erzählt mir irgendwelche Geschichten. Er glaubt an diese okkulten Sachen. Also haben wir keine andere Wahl, um danach nachzugehen. Ist Ragnar schüchtern? Lol, einfach diese Umfrage. Ich weiß ja nicht. Und Sigi, schön, dass du einschaltest. So, was sollte man... Genau, alles klar. Es geht jetzt um dieses Foto in Kowloon. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Wir werden uns für Ryota da ans Werk machen. Wir werden dafür auf jeden Fall... Wir müssen jetzt nach Kowloon gehen dafür. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall als erstes unser Team kurz abändern. Und zwar wollen wir hier die ganzen Grinding-Digimon mitnehmen auf dem Level Mega, damit wir quasi unterwegs die Zufallskämpfer ausschalten können. Ein paar haben wir ja jetzt mitgenommen in den letzten Fights, in den letzten Missionen. Und damit das Ganze natürlich nicht in die Länge gezogen wird, machen wir das jetzt auf diesem Wege. So. Ja, das ist, gibt ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich mache auf jeden Fall das Sinnvollste davon. Bei der Umfrage. Ja gut, Ginger, du hast doch gesagt, du willst eine Umfrage machen. Ich bin mir gar nicht sicher. So, dann schauen wir mal. Wir nehmen jetzt erstmal Digimon ins Team, und zwar die hier. Sind die Zufallskämpfe wie wilde Pokémon so als Vergleich? So ähnlich. Also man hat hier auf jeden Fall immer 1 bis 3 Gegner, die gegen einen kämpfen. Und ja, es ist im Prinzip, du läufst rum und alle paar Meter kann halt so ein Kampf kommen. Du kannst den aber hier mit einem Quality of Life Feature ganz ausschalten. Du brauchst eine bestimmte Kombination an Digimon im Team. Ich glaube, es sind 4 Megas, die du brauchst. 4 oder 5. Und dann kannst du, dann kannst du Zufallskämpfe komplett ausschalten oder du kannst auch Zufallskämpfe erzwingen mit einer bestimmten Kombination. Das sind einfach so Hacker-Befehle hier, wo es verschiedene Fähigkeiten gibt, die man da einsetzen kann. Hast du schon abgestimmt, Billy? Ich habe schon abgestimmt, ja. Ich habe abgestimmt Kokosnuss. Das Sinnvollste davon. Okay. So, schauen wir mal. Also es ist nichts sinnvoll davon, also habe ich Kokosnuss abgestimmt. Rip Ragnar. Rip Ragnar. So, letztendlich wird es wohl gut sein, wenn dieser weiße Junge erscheint. Bleiben wir ein Weilchen hier. Okay, dann wollen wir uns mal um die Quest kümmern. Alles klar, dann Kent. Ich wünsche dir gleich noch einen schönen Abend. Ruhe dich gut aus. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich danke dir vielmals, dass du heute eingeschaltet hast, ne? Gute Besserung. Mit einem neutralen Mega-Digimon. Aha. So macht man das also. Ja, oder halt... genau, es muss nur Rookie mindestens sein, glaube ich. Da war doch was. Da war doch was, Leute. Aber jetzt erstmal verhindert Begegnungen anschalten. Und dann wollen wir uns mal erkunden. Es gibt nur einen Weg, den wir gehen können. Deswegen gehen wir natürlich auch diesen Weg. Und Resoclash, herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. So, wir suchen einen Geist. Ja, wir suchen einen Geist. Was los? Genau, es gibt wohl keine Geister. Wir haben keinen gefunden. Wir werden nie so einen Geist finden. Nicht mal den Hauch einer Spur. Was sollen wir tun, Belias?
Wir geben nicht auf, wir fälschen ein Foto. Let's go. Ist eine tatsächlich gute Idee, sagt er. Naja, dann wollen wir mal ein Foto fälschen, weil... Sei mehr wie ein Geist, so richtig geisterhaft. So, dann schauen wir mal. Denk daran, es gibt Dinge, die du getan hast. Lol, diese Abstimmung einfach so random gerade. Und bereust Leute, mit denen du noch eine Rechnung offen hast. Sowas in der Richtung. Da ist er. Da ist der Junge, da ist der Geisterjunge. Hey, was machst du da? Hugos Geist, der immer, wenn er auftaucht, eigentlich einen Eater mit sich bringt. Da ist ja gar nichts. Wir haben ihn entdeckt, er hat ihn nicht gesehen. Der weiße Junge war da. Ah, hey, schnell, mach ein Foto, die Kamera, hol die Kamera, schnell. Toll. So stellen wir das mal klar. Ihr konntet kein Foto vom weißen Jungen bekommen, also habt ihr es gefälscht. Wir haben das ja richtig gut gefälscht. Also das sind ja richtige Experten, würde ich sagen. Schaut euch mal das Bild an. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Geist, würde ich sagen. Also safe, das ist safe ein Geist. Kaum zu unterscheiden mit einem Geist. Aber trotzdem, dieses Bild. Ein Kind in der Grundschule hätte ein besseres Foto machen können. Genauso sieht's aus. Was soll das denn? Die Methode in der Geisterfotografie. Kyoko klärt uns auf. Sie kennt sich aus. Ist so. Dark Messiah ist so. Ja, ist Ragnar schüchtern? Antwort Kokosnuss. 83% waren sich sicher, dass Ragnar Kokosnuss ist. So. Was? Was ist los? Hm, diese Kamera scheint ein Foto gemacht zu haben. Was? Wo? Ein echtes Geisterfoto. Damit geht er jetzt zum Redakteur, dass er sein Foto hat. Zu den 10% der echten Fotos gehören würde. Ich glaube, das bin ich auf dem Foto. Was, du? Genau, sie ist uns hinterhergegangen, weil sie sich Sorgen um Ryota gemacht hat. Sie hat bald Geburtstag. Und Ryota braucht irgendwas, um ihr was Schönes zu schenken, wahrscheinlich. Sie schaut so ausdruckslos, als ob sie im Gedanken woanders ist. Ryota ist einfach creepy, Mann. Lol. No Coconut November, man kennt's. So, dann schauen wir mal. Erstmal Quest abschließen natürlich. Ein Farmerweiterungs-Plugin, auch wenn wir das jetzt nicht mehr brauchen. So, was gibt's als nächstes? Der Slogan von Shibuya Records. Da gehen wir als nächstes hin. Ah, ich weiß, welche Quest jetzt kommt, Leute. Jetzt kommt unser Held, unser altbewährter Grinseaffe, unser Stimmenmeister, unser Herr der Töne. Mir fällt das richtige Wort nicht ein, also sage ich einfach irgendwas, Leute. So, let's go, let's go. Es gibt Held der Steine und es gibt auch Held der Töne. Held der Töne beschwert sich über die Musik von guten Musikern. Schauen wir mal.